werden. Ein wunderbarer Titel, den bei drei Protagonisten heute Abend zu verdanken habe und der für so ein paar Stammgäste, die auch letzten Freitag da waren, hochaktuell war, ist. Wir hatten nämlich Herrn Sattelberger, seines Zeichens Mitglied des Bundestages, hier und einen Headhunter und andere illustre Gäste. Und die Quintessenz eines Abends zum Thema Talente für Deutschland war tatsächlich, und das Wort ist unabgesprochen mehrmals gefallen, wir brauchen Menschen mit Haltung. Nur so können wir unser Land nach vorne bringen. Es war nicht geplant, aber es passt einfach wunderbar. Das wollte ich Ihnen nur sagen, damit Sie gleich mit dem schlechten Gewissen starten, weil Sie letztes Mal nicht da waren. Voilà. Aber ein paar sind ja da gewesen, insofern Sie bestätigen das sicher. Ich halte mich gar nicht lange auf. Ich will nur mit voller Stolz meinen Freund Wilhelm Vossenkuhl vorstellen. Professor Wilhelm Vossenkuhl ist Professor Emeritus der Ludwig-Maximilian-Universität in München, lehrt nach wie vor im Studiengang Philosophie, Politik, Wirtschaft und hat uns schon öfter beehrt. Wir haben zum Beispiel schon über Glück mit ihm philosophiert oder auch über den freien Willen. Und heute Abend steht die Haltung im Mittelpunkt. Und Willi, du hast das Wort. Du wirst die beiden illustren Gäste vorstellen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Und wie immer, bitte an Fragen denken. Wir freuen uns schon jetzt auf circa eine Stunde Austausch auf dem Podium und dann auf Ihre Fragen. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Abend. Danke. Ja, vielen Dank, Stefan. Ich habe die Freude, die beiden Herren hier vorzustellen und ein bisschen zu beleuchten, was sie alles gemacht haben. Ich fange mal mit dem Jüngeren an. Die Bewandtnis muss ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber Andreas Urs Sommer zu meiner Linken ist Professor für Philosophie an der Universität in Freiburg, im Breisgau. Er ist Jahrgang 1972, Schweizer und ist Akademieprofessor für Philosophie in Freiburg. Das hat seine besondere Bewandtnis, weil er in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften eigentlich angesiedelt ist mit seinem Projekt. Er kümmert sich nämlich um die Nietzsche-Kommentierung, aber ich werde noch nach und nach alles erzählen, was er sonst noch macht. Ein paar kleine Hinweise auf seinen Lebensweg. 1998 wurde er summa cum laude in Basel promoviert. Er hat verschiedene akademische Stätten kennengelernt, Princeton, Wolfenbüttler Bibliothek. Er war dann Assistent in Greifswald an der Uni, Fellow an der Universität London, hat sich 2004 in Greifswald habilitiert und ist seit 2014 Leiter der Nietzsche-Forschungsstelle, also als Nietzsche-Kommentator, Chef dieser Nietzsche-Unternehmung in Heidelberg, an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Die Professur ist aber eben in Freiburg angesiedelt. Und er ist Direktor der Friedrich-Nietzsche-Stiftung in Naumburg, da wo Nietzsche lebte, zumindest eine Zeit lang gelebt hat. Seine Veröffentlichungsliste ist sehr umfangreich, ich nenne nur ein paar Titel. Sie sehen hier vorne ist übrigens ein Büchertisch, aber das sind nur die Kopien des Buchs, um das es heute geht. Aber die anderen Bücher können Sie leicht bei Beck oder hier um die Ecke bei Hugendubel kaufen. Ganz besonders empfehlenswert, Die Kunst selber zu denken, 2002. Dann Lohnt es sich, ein guter Mensch zu sein, 2004. Er hat eigentlich jedes Jahr ein Buch veröffentlicht, Die Kunst des Zweifelns, 2005. Das zeigt schon, dass ihm sehr viel am Zweifel liegt. Er ist Skeptiker, erstaunlicherweise nicht nur Skeptiker, sondern auch Stoiker. Was das bedeutet, das werden wir noch im Laufe der Zeit rauskriegen. Dann Die Kunst der Seelenruhe, da merkt man natürlich schon den stoischen Hintergrund, 2009. Und mal weiter umblättern. Habe nicht alles auswendig gelernt. Dann haben wir Lexikon der imaginären philosophischen Werke 2012. Das ist ein besonders interessantes Unternehmen, über etwas zu schreiben, was nicht geschrieben wurde. Das ist besonders lohnend, weil die Einwände
halten sich in Grenzen dagegen. Dann Kommentare zu Nietzsches Werken, mehrere Bände schon erschienen, 2012, 13, 16. Nietzsche und die Folgen, 2017. Ja, da wird man ganz atemlos, wenn man allein den Titel nennt. Er ist nicht nur Philosoph, sondern auch Numismatiker. Also er kennt sich mit Münzen aus und spezialisiert auf byzantinische Münzen. Ja, ich könnte jetzt so weitermachen, aber er ist vor nicht allzu langer Zeit, nämlich 1718, war er Fellow der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung hier in München, wo wir uns auch zum ersten Mal näher kennenlernen konnten. Er hat viele Preise gewonnen, die ich aber jetzt nicht alle aufzähle. Es gibt aber eine interessante Querverbindung zum heutigen Thema aus einem Buch, das ich sehr schätze, nämlich Die Kunst selber zu denken, 2002. Das ist eine Art von Lexikon, in dem alle wichtigen Begriffe von Andreas Urs-Sommer ganz selbstständig, allein und ohne, dass er dabei eine große Bibliothek benutzt hätte, sondern er hat sich quasi selbst als Bibliothek benutzt, beschrieben. Und da gibt es ein Stichwort, eines der kleinsten Stichworte, das heißt Skepsis als Passion. Also Zweifeln als Leidenschaft, könnte man das auch übersetzen, aber Skepsis als Passion. Und dann schreibt er, ich kann das ganze Stichwort vortragen, auf mancherlei Weise ist diese Skepsis als Passion Erfüllung, auf mancherlei Weise Schrecken und Leiden schlechthin. Da führt eine direkte Verbindung zum Haltung finden. Ja, von hier, von dieser Passion, von der Skepsis als Passion. Gut, das soweit zu Andreas Urs-Sommer und nun kommt Matthias Politiki zu meiner Rechten. Was anderes bleibt ja auch nicht mehr übrig als Richtung. Du schaust so ernst. Ja, weil ich wollte mich eigentlich nach links setzen. Ach so. Ah ja, weil du ein Linker bist. Aber von den Gästen aus gesehen bist du links. Ja, schon richtig. Jahrgang 1955, gebürtig in Karlsruhe, aber dann doch im Wesentlichen in München gelebt. 1987 hat er bei dem damals sehr berühmten, inzwischen leider nicht mehr lebenden Walter Müller-Seidel seinen Doktor Philosophie, in der Philosophie gemacht, also in Literaturwissenschaft, zum Thema Umwertung aller Werte, deutsche Literatur im Urteil Nietzsches. Das ist der gemeinsame Nenner zwischen den beiden, sind beide Nietzscheaner. Natürlich Andreas Urs-Sommer in einem viel umfassenderen Sinne, aber du bist ja auch ein Nietzscheaner und ihr versteht euch deswegen wahrscheinlich auch besonders gut, nehme ich mal an, oder? Ja. Ich muss euch ein Geständnis abgewinnen. Ab 1990 ist Matthias Politiki freier Schriftsteller, davor war er anderthalb Jahre Assistent bei Wolfgang Frühwald, hat dann aber festgestellt, dass die Universitätskarriere nicht das Richtige für ihn ist, sondern er hat sich dann entschlossen, dieses Risiko eines freien Schriftstellers zu wählen. Er hat unglaublich viele Sachen gemacht als freier Schriftsteller, natürlich viele Bücher geschrieben, ich werde einige nennen, aber er hat auch viel organisiert. 2002 bis 2005 hat er im Schloss Elmau, diesem wunderbaren Hotel, jedes Jahr poetologische Diskussionen geleitet, mit dem Titel Ohne Titel, und zwar mit Autoren, Lektoren, Kritikern. Er war 2011 Kurator des Literaturfests hier in München, hier um die Ecke. Er ist Mitglied des Penn-Zentrums, bist du auch, nicht? Ja. Penn-Zentrum, dann gehört er der Freien Akademie der Künste in Hamburg an, lebt in Hamburg und München. Dein erstes großes Werk, das ich auch damals kennenlernen durfte, 1987 veröffentlicht, sein Erstlingswerk Ausfälle, Zerlegung des Regenbogens, ein Entwicklungsroman. Ein riesiges Werk, das Antje Kunstmann den Mut hatte, es zu veröffentlichen. Ein gigantisches Werk, das eigentlich ein großes Gedicht ist, mit rhythmisierter musikalischer Sprache. Und so hat er auch eine Zeit lang geschrieben. Er ist eigentlich nämlich primär Dichter und Schriftsteller. Aber ich denke mal, das ist mein persönliches Urteil, er ist eigentlich primär Dichter und hat eine unglaubliche Sprachmusik, die mich immer wieder begeistert. Dann 1900,
97, mache ich einen großen Sprung, lasse einiges weg, den Weiberroman, also nicht der, sondern einfach Weiberroman. Dann, der wunderbar ist, es geht allerdings nur um drei Frauen, also so viele Weiber sind es gar nicht. Dann die 78er-Generation ist in diesem Roman thematisch. Dann 2005 ein Sprung, Herr der Hörner, dafür hat er mehrere Monate, also um zu recherchieren, in Kuba verbracht und hat dort die Voodoo-Zauberei kennengelernt. Du bist auch Voodoo-Priester, gell? Oder? Ich bin weder Priester noch was Voodoo. Also nicht Voodoo, sondern... Oh, den nimmst du. Das ist deiner. Du kannst ruhig meins sein. Nein, also guten Abend. Ich bin natürlich kein Priester, nein, aber um den Roman zu recherchieren, musste ich in die Kulte rein und das war auch nicht Voodoo, sondern Palo Monte und Santeria. Das sind aber Schwesterreligionen, die gehen auch schon sehr weit, was Blutopfer angeht. Also nochmal möchte ich da nicht recherchieren. Ja, ich glaube, du bist auch mal sogar in Lebensgefahr, nicht? Denn einmal. Das waren andere. Das waren andere, ja. Danach, ja, weil ich den Roman geschrieben habe. Ja, ja, eben. Weil du ein Verräter warst, oder? Nein. Nicht, auch nicht. Na gut. Aber du hast überlebt. Und dann 2013, Samarkand, ein Blick in die Zukunft eigentlich in Form eines Romans. Da gibt es nämlich schon den Kalifen von Bagdad. Und das war also lange vor dem IS, aber Matthias Politiki hat schon erahnt, was da passieren wird, weil er nämlich die Welt dieses Kalifen kennengelernt hat, durch viele Reisen. Wann warst du zum ersten Mal in Samarkand? 2014 erst. Ja, gut. Aber dann warst du öfter da, nicht? Ja. Dann, Kalif von Bagdad. Aber es ist spannend zu lesen, weil am Ende geht es nicht gut aus. Also jedenfalls ist es ein Blick in die Zukunft. Dann Gedichtbände Sonnenbaden in Sibirien zum Beispiel, ein wunderbarer Gedichtband. Dann ein Roman 2017, Schrecklich schön und weit und wild, warum wir reisen und was wir dabei denken. Matthias Politiki ist ein reisender Schriftsteller, kein Reiseschriftsteller, das wäre ein Missverständnis, sondern ein reisender Schriftsteller. Dann 2018, sämtliche Gedichte, 2017 bis 1987, also von 17 zurück bis 87. Und in letzter Zeit, 2018, meine Reise zum Taj Mahal. Und ganz am Ende jetzt, 2019, Literatur und Politik nach 1968 und in der Gegenwart ein Vortrag. Und in diesem kleinen Bändchen, das sehr lesenswert ist, gibt es einen Halbsatz, der unmittelbar zu unserem Thema führt. Und damit endet auch meine Vorstellung der beiden. Dieser Halbsatz heißt, was wäre heute wichtiger als Haltung? So heißt der Halbsatz. Habe ich richtig zitiert? Ja, ich habe richtig zitiert. Gut, mein Vorschlag ist an euch beide, dass ihr euch über das unterhaltet, was ganz am Ende steht. Ich muss dazu sagen, dieses sehr interessante Gespräch hat natürlich wie ein Musikstück oder ein Roman oder was auch immer eine gewisse Dramaturgie. Es beginnt mit Pauken und Trompeten, wo sich die beiden vorstellen. Matthias links, Andreas konservativ. Es stellt sich aber dann raus, dass der Unterschied zwischen den beiden bei der Beurteilung der Probleme, die es heute gibt, eigentlich gar nicht so groß ist. Erst am Ende wird der Unterschied deutlicher, wo nämlich Matthias Politiki dann, nachdem er immer wieder versucht, Andreas aus der Reserve zu locken, sagt, deine Haltung, also an ihn, skeptisch-ironischer Zeitzeugenschaft ist cooler als die meine, keine Frage. Allerdings glaube ich, dass die Zeit der Coolness abgelaufen ist. Coolness ist für mich heute nur noch ein schöneres Wort für Egotrip und völlig uncool. Also da hast du richtig gerumst zwischen den beiden und jetzt gebe ich euch mal das Wort. Ich
Natürlich, meine Damen und Herren, sehen Sie schon, dass am Ende des Buches eigentlich wieder ein neuer Anfang ist. Wir hätten an der Stelle, wo Matthias Politiki mir quasi den Fehdehandschuh hinwirft, wieder von neuem beginnen sollen. Und genau deswegen sind wir heute Abend hier, um gemeinsam zu diskutieren, aber nachher dann auch mit Ihnen. In der Tat habe ich, fürchte ich, das ganze Buch über nie so ganz meine philosophische Reserve oder, wie Willi Vossenkuhls ausgedrückt hat, meine stoisch-skeptische Distanz zu den Geschehnissen der Welt und insbesondere zu den Geschehnissen auf der politischen Bühne, um die es wesentlich in diesem Büchlein auch geht, habe ich diese Distanz nie so ganz aufgegeben. Und das hat natürlich Matthias Politiki immer wieder irritiert. Und die Irritation war aber eine gegenseitige. Ich habe mich immer wieder irritieren lassen von den dezidierten Forderungen, hier mal Stellung zu beziehen, mal aus dem Schneckenhaus rauszukommen, in das man sich natürlich mit großer Bequemlichkeit als Philosophietreibender zurückziehen kann. Ja, wenn ich aus meiner Warte was dazu sage, der Anlass, dieses Buch zu schreiben, war ja ein Gespräch, das wir in einem Münchner Biergarten geführt haben und was auf eine für mich beglückende Weise sehr kontrovers war. Und das Beglückende war nicht, dass es kontrovers war, sondern dass wir uns immer noch mochten und dass wir eben nicht uns auf Positionen zurückgezogen haben, wo man den anderen sofort ausgrenzt, sondern immer wieder versucht hat, über diese weltanschaulichen Gräben, die jetzt nicht so ganz fundamental sind, wie sie auch in Deutschland gibt, aber doch eben auch vorhanden, dass man versucht, darüber immer wieder wegzugehen und wenn es denn sein muss, mit einem freundschaftlichen Augenzwinkern. Und das war eigentlich für mich schon ein Kernprojekt dieses Buches und deswegen war ich auch zwischenzeitlich ein bisschen frech, weil ich wusste, wir verstehen uns. Und letztlich habe ich mich auch erinnert, dass ich genau so groß geworden bin. Das war für mich linkes Bewusstsein, als ich Schüler war. Ich bin ja eben 78er, also Nachfolgegeneration der 68er. Mein Deutschlehrer war ein sehr guter Deutschlehrer, der immer wieder mit uns diskutiert hat. Aber wir haben dann auch selber diskutiert, nächtelang. Und wir haben auch als Studenten in den WGs, das ist ja inzwischen amtlich, also nicht nur das Papiere sammeln angefangen, Altpapier, sondern wir haben uns eben auch nächtelang gezofft. Und wir haben diese Meinungsunterschiede ausdiskutiert. Und das, finde ich, ist eine Qualität, die heute droht, verloren zu gehen. Man geht vorschnell auf irgendwelche Halbsätze, die der andere vielleicht sogar gesagt hat, aber die man noch viel mehr emotional vermutet hat, dass er sie gerade gesagt hat, und schiebt ihn in diese oder jene Richtung. Und ja, das haben wir versucht, immer wieder auch gerade zu biegen, aber das zwischenzeitlich, wie wir uns auch in die Haare gekommen sind, sonst wäre es ja kein Buch geworden. Ja, es ist ein wirklich schönes Buch geworden, ein sehr interessantes Buch geworden. Und es kommt alles vor, was heute problematisch ist. Die beiden reden sehr direkt und offen darüber. Matthias ist vom Stil her ein ganz anderer Formulierer als Andreas. Andreas ist zurückhaltend, das ist Matthias nicht. Matthias will auch programmatisch nicht korrekt sein. Und allein das ist ja schon schön, wenn man mal wieder was liest, was nicht korrekt ist. Es wird dann wieder ausbalanciert von Andreas. Aber ich habe gesagt, wir fangen hinten an. Ich will euch noch mal ein bisschen provozieren. Ihr stellt dann doch fest, es gibt einen Haltungsunterschied zwischen dem Schriftsteller, und dem Philosophen. Könnt ihr mal was über diesen Haltungsunterschied sagen? Naja, ich war nie ein politischer Schriftsteller, ein politischer Autor, aber ich hatte immer wieder mit politischen Autoren zu tun, zum Beispiel Günter Grass hat vergeblich versucht, mich zum Wahlkämpfer für die SPD zu rekrutieren. Ich bin auf Podiumsdiskussionen der Grünen gewesen. Ich habe auch früher große, ganze seitenlange Essays in den einschlägigen Zeitungen geschrieben zu den Bundestagswahlen, zu den Parteien und so weiter. Ich habe das irgendwie ein bisschen so mitbekommen von den 68ern. Es gehört nicht zum Beruf des Schriftstellers, aber wenn man sich als soziales Wesen begreift, dann ist das doch auch ein bisschen die Pflicht, über das eigene
Roman oder Gedichtwerk hinauszuschauen, weil wir sind ja von unserer Profession nichts weiter als die Fachleute fürs Allgemeine. Und mit der Luxusposition, dass wir, wenn man es etwas despektierlich sagt, ja eigentlich nur jeden Tag einfach mal aufwachen müssen und schauen, was ist denn los. Und möglicherweise fällt was ab, was Poetisches. Ganz so ist es nicht. Aber wir haben trotzdem, finde ich, im Randbereich unseres wirklichen Kernberufs die Möglichkeit, an den Vorgängen in der Gesellschaft doch anders teilzunehmen als andere, die vielleicht auch viel eingespannter in was sind. Und deswegen gehört für mich das dazu, dass man sich auch ein bisschen kümmert. Es ist nur allerdings so, in den letzten 10 Jahren, 12, 13, so genau kann ich es gar nicht sagen, das wurde immer schwerer. Also, und dadurch habe ich mich immer mehr zurückgezogen. Und das habe ich an ganz vielen Kollegen gehört, die früher genauso drauf waren wie ich. Wir haben plötzlich alle das Schweigen angefangen. Und ich bin dauernd abgehauen irgendwohin. In Afrika konnte man noch reden, in Asien sowieso. Hinten in China habe ich mich plötzlich freier gefühlt und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich muss mich selber wieder neu justieren und durch Schweigen wird man nicht glücklich zu Hause. Und ich glaube, das ist der Vortrag, den du erwähnt hast, der mich in der Akademie der Wissenschaften hier in München zurückgebracht hat wieder, auch den Mut zu finden, als jemand, der zwischen allen Lagern steht, ja, dezidiert auch da stehen will, trotzdem das Risiko einzugehen, mit klaren Meinungen und manchmal auch Haltungen, naja, Widerspruch zu erwecken, aber das ist nicht mein primäres Ziel. Ich will eigentlich Leute erreichen, die auch schweigen. Das hat Lichtenberg mal so schön gesagt, in so diesem Stellungskrieg, der, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwo wieder mal zwischen Deutschland und Frankreich war, da passiert ja tagelang, wochenlang nichts und trotzdem muss man ab und zu mal einen Schuss abgeben, nicht um den Gegner zu erreichen, der ist sowieso in ihren Gräben irgendwo unerreichbar, nein, um den anderen, die entfernt in den eigenen Schützengräben auch ausharren, ein Signal zu geben, ja, da ist ja noch einer, gut, okay, dann schieße ich vielleicht als Nächster irgendwann mal. Ein Signal hast du ganz bestimmt abgegeben, auch zu Beginn unseres Gesprächs in dem Biergarten, dezidiert mich herausfordernd. Ich gebe zu, dass für mich die Frage der Haltung eigentlich keine vordringliche Frage gewesen ist, bis du mich darauf gestoßen hast, auch wenn man dann, wenn man sonst bei mir guckt, mit guten Augen, so wie Wilhelm Vossenkuhl das getan hat, man quasi schon so etwas wie vorausgreifende Sporen dessen, was wir jetzt im Haltungsbuch erörtert haben, finden kann. Aber eigentlich war es für mich kein Thema, weil ich den Eindruck hatte, dass wir in einer Zeit leben, in der ich als Philosoph durchaus in der Lage bin, etwa die Gegenwartsereignisse zu kommentieren und mir das eigentlich niemand verbietet, niemand den Mund verbietet, so wie Matthias Politiki den Eindruck mit vielen Schriftstellerkollegen zusammen, er hat es ja gerade geschildert, viel eher empfunden hat. Ich habe mich natürlich gefragt, woran das liegt, dass ich eine solche Stimmung der Sprechverbote eigentlich nicht empfinde. Natürlich sind Philosophen genauso wie Schriftsteller Spezialisten fürs Allgemeine. In dieser Paradoxie, wie Matthias das gerade ausgedrückt hat, kann man fürs Allgemeine Spezialist sein. Aber die Grundhaltung, um auf die Ausgangsfrage von Wilhelm Vossenkuhl zurückzukommen, die Grundhaltung ist vielleicht doch eine etwas andere. Ich fürchte, dass das fürchte ich tatsächlich, dass der Philosoph, die Philosophin eigentlich nie so richtig bereit ist, die Distanz aufzugeben. Zumindest so, wie ich mich selber verstehe, bin ich nicht Parteigänger von irgendetwas im sozusagen Tagesgeschäft, während bei dir, Matthias, glaube ich schon, die Parteinahme jenseits dessen, was du als dichterisches, als schriftstellerisches Werk schaffst, immer entscheidend auch zur Rolle dazugehört. Bei mir ist es hingegen so, dass ich sagen würde, naja, ich habe eine bestimmte Haltung der Beobachtung zweiter Ordnung als Philosoph und dann bin ich auch noch, wie die Vossenkuhl hat es vorhin erwähnt, Staatsbürger und als Schweizer Staatsbürger natürlich einer, der ohnehin immer mitentscheidender Staatsbürger sein darf, Gott sei Dank, das ist ja anders als hierzulande. Und
ich würde das als unterschiedliche Rollen wahrnehmen und auch sagen, ja, es sind unterschiedliche Haltungen, die ich verkörpere. Wenn ich als Staatsbürger an der Urne bin, ist das etwas anderes, als wenn ich am Katheder stehe oder eine Kolumne mache, die natürlich auch versucht, die Gegenwart in der einen oder anderen Weise in Gedanken zu fassen. Ich bin auch nicht so sehr irritiert von der gegenwärtigen politischen Situation, wie das vielleicht Matthias Politiki eher ist. Ich glaube auch nicht, dass wir uns in einer Situation befinden, die, sagen wir mal, auf den Untergang, auf die Apokalypse zutaumelt. Das will ich dir damit auch nicht unterstellt haben. Aber ich glaube, die Wahrnehmung der gegenwärtigen Situation, was es nun nichts mit der Schriftsteller- oder Philosophenrolle zu tun hat, sondern wahrscheinlich mit unserem unterschiedlichen Temperament, diese Wahrnehmung der gegenwärtigen Situation unterscheidet sich bei uns beiden sehr deutlich. Und das wird, fürchte ich oder hoffe ich, auch im Buch ganz gut zum Ausdruck kommen. Du hast das Stichwort gegeben, nochmal, auf das ich einsteigen will, dass ich, und das hast du auch schon gesagt, politisch inkorrekt bin und dass deswegen vielleicht ich und auch viele andere Schriftsteller, die ich kenne, eher sich zurückgezogen haben. Ja, das liegt natürlich mit den Worten, hängt mit den Worten zusammen, die wir gebrauchen. Wenn ich so schreiben würde, wie beispielsweise an der Universität gesprochen werden muss, dann kann ich einpacken als Schriftsteller. Das will kein Mensch lesen. Und deswegen muss ich in jedem Buch um wahnsinnig viele Vokabeln kämpfen. Wenn ich eine Zeit lang im Ausland war, ich komme zurück, es ist schon wieder eine nicht mehr sagbar. Ich komme kaum hinterher, mein Lektor schon, der ist streng. Nun kommt mir zugute, dass ich schon im Weiberroman, aber damals aus Spaß angefangen habe, gewisse Passagen selber zu schwärzen. Das waren damals die erotischen Dinger und die habe ich natürlich so geschwärzt, dass mir nach einer Lesung jeder sofort erzählen konnte, was unter der Schwärzung, wo ich aufgehört habe zu lesen, dann kam. Das ist ja klar. Das habe ich dann auch bestätigt gefunden von befreundeten Schriftstellern nach der Wende, die in der DDR angefangen hatten zu schreiben. Das muss man einfach als Konzept verinnerlichen, was kann ich sagen, und wenn ich es nicht sagen kann, wie sage ich es trotzdem? Das heißt, damit habe ich mich schon relativ früh auseinandergesetzt und habe das inzwischen zur Regel erhoben. Ich schwärze in fast jedem Buch inzwischen, sogar in den Gedichten. In diesem Band nicht, da hatten wir auch wieder einen besonders strengen Lektor. Aber wir haben uns zur Erinnerung getroffen, um viele Begriffe bis aufs Messer gestritten. Kann man das sagen oder kann man es nicht sagen? Und meine Meinung ist immer, wenn man aus dem rechten Gemüt heraus, also aus dem nicht rechten natürlich politisch gemeint, sondern aus dem richtigen, also aus einem in meinem Fall ja traditionell grünen Gemüt eigentlich, aber altgrünen, auf keinen Fall neugrünen Gemüt, Sachen anspricht, dann ist ja der Rahmen, das Setting oder Framing, von dem heute so geredet wird, ist doch eigentlich vorgegeben. Und warum kann ich dann zum Beispiel plötzlich nicht mehr das Wort Moslem sagen und muss stattdessen wieder mal zum tausendsten Mal die englische Version nehmen, Muslim? Wo ist da der Unterschied, frage ich mich. Das ist eigentlich eine Betriebsamkeit, die hier entfaltet wird, ein Moralismus, der mir zutiefst aus sprachlichen Gründen zuwider ist. Ich habe dir ja empfohlen, dass du vielleicht mal versuchst, Gedichte zu machen, wo die Gender-Sternchen eine konstitutive Rolle spielen. Ich kann dir versichern, dass es so schlimm an der Uni nicht ist, wie du das gerade dir vorstellst, zumindest an der Uni Freiburg nicht, wie es in der LMU ist, das weiß Wilhelm Vossenkuhl besser als ich. Aber das hat natürlich auch, wenn du es jetzt so darstellst, durchaus seinen Reiz. Also wenn eben nicht alles erlaubt ist und man Grenzen ausloten muss, Grenzen des Sagbaren, bist du natürlich als Schriftsteller auch immer wieder herausgefordert. Als Philosoph natürlich auch, also als Spezialist fürs Allgemeine, musst du auch immer versuchen, an die Grenzen zu gehen und die Grenzen zu erproben. Ja, ich glaube, wir wechseln jetzt mal kurz das Thema von dieser allgemeinen Haltungsdifferenz zu etwas, was euch beiden sehr am Herzen liegt, nämlich die Demokratie. Ihr seid beide überzeugte Demokraten, da gibt es keinen Dissens. Die Frage ist nur, welche Demokratie? Und Andreas, du hast dezidiert dein Heimatmodell vorgeschlagen oder vorgestellt. Du sagst, entweder Europa wird eine große Schweiz
wo alle ständig mitreden. Also nicht so wie jetzt, wo Sie alle da sitzen und nicht reden, sondern ständig mitreden. Oder es gibt kein Europa mehr. Matthias, du bist da eher skeptisch. Und ich meine, die Gründe sind vielleicht nicht uninteressant, als wir erfahren. Also vielleicht fangen wir mal mit dir an, Andreas. Was ist so toll an der Schweiz? In der Tat habe ich jetzt in dem Büchlein versucht, im Gespräch mit Matthias Politicki für dieses schweizerische Modell eine Lanze zu brechen. Nicht so sehr aus Sentimentalität des Auslandschweizers, der schon seit Jahrzehnten in der deutschen Diaspora sozusagen lebt und sich sehnsüchtig an die Landsgemeinde zurückerinnert. Nein, mir scheint so eine entscheidende Form der Aufklärung eigentlich noch nicht vollzogen zu sein in der westlichen Welt. Die Aufklärung hat dazu geführt, dass wir über unser eigenes Leben zu entscheiden in den Stand gesetzt worden sind. Wir sind mündig geworden, Sie erinnern sich an diese berühmten Definitionen von Aufklärung. Das Seltsame ist aber, dass das Einzige, was wir eigentlich nicht entscheiden dürfen in den parlamentarischen Demokratien der westlichen Welt, unsere eigene sozusagen politische Zukunft, unsere eigene politische Gegenwart. Wir dürfen zwar alle paar Jahre mal Parlamente wählen, die dann angeblich repräsentativ sind. Die Vorstellung von Repräsentativität ist aber eine Vorstellung, die ganz weit in die Vormoderne zurückreicht, in mittelalterliche Ständevorstellungen, wo man eben als Stand repräsentiert werden konnte. Wenn Sie Bauer oder Priester waren, konnte jemand, der auch Bauer oder Priester war, Sie höherenorts vertreten. Heutzutage sind Sie alle Individuen und können eigentlich nicht mehr repräsentiert werden. Mit anderen Worten, ich würde sagen, wir sind eigentlich am Ende der Stellvertretung angelangt und ich bin so optimistisch, was dieses schweizerische Modell angeht, nicht weil ich der Meinung bin, der Mensch sei besonders gut und aufs Allgemeinwohl hin gepolt, sondern weil wir eigentlich durch Aufklärung uns selber dazu instand gesetzt haben, tatsächlich mitzuentscheiden. Das und das als Letztes geht aber nur, wenn man die entsprechenden Entscheidungen habitualisiert, wenn man sich einübt. Es macht keinen Sinn, alle 5 Jahre mal über Bienen oder über Stuttgart 21 oder alle 30 Jahre über Brexit abzustimmen und natürlich dann in eine einzige solche Entscheidung alles hineinprojiziert wird, was mit der Sache selbst, mit Bienen oder mit Stuttgart 21 oder mit Brexit nichts zu tun hat, sondern wenn man es macht, dann muss man es, wie die Vossenkuhl hat schon gesagt, sozusagen ständig machen. Man muss ständig im Entscheidungsgespräch bleiben. Und eigentlich bin ich ganz optimistisch, dass das Modell eben auch großflächiger funktioniert. Ob das Land nun 8,5 Millionen Einwohner hat wie die Schweiz oder 80 Millionen wie Deutschland, man muss ein bisschen mehr Stimmzettel drucken. Aber mehr ist es eigentlich nicht. Also wenn ich dir zuhöre, bin ich auch immer ganz begeistert. Die Verschweizerung Europas wäre in der Tat ein wünschbares Ziel und ich stimme dafür. Nur wenn du dann wieder abreist und ich bin mit den Wirklichkeiten unseres politischen und gesellschaftlichen Lebens konfrontiert, dann zweifle ich an der Umsetzbarkeit. Du und ich und wir könnten das wahrscheinlich sogar in die Tat umsetzen, aber die gesamte Bevölkerung gibt andere Kostproben ihres Politikverständnisses seit einigen Jahren ab. Und du hast es ja zum Beispiel erwähnt, und das ist nur eine der Schläge ins Gesicht für jede echte Demokratie. Die Brexit-Abstimmung, wissen wir ja alle, ist durch schiere Lügen gewonnen. Ja, wurde wirklich von den Brexiteers im entscheidenden Moment, sie hatten eine Woche vor der Abstimmung, lagen sie noch hinten. Und dann sind die Kampagnenfahrzeuge mit riesigen Postern einer Flüchtlingskarawane, die sich an einem europäischen Zaun staut, riesig eben bedeckt worden mit der Schlagzeile "It's time to take back control". Und dann kam dieses entscheidende Prozent dazu. Und das ist nur eine der Lügen, denn das hatte damals nun gar nichts mit England zu tun, denn der ursprüngliche Ansatz war ja, dass man die europäische Einwanderung, also aus innerhalb Europas, fand man so bedrückend. Die vielen Polen, als ich dort eine Zeit lang gelebt habe, die nämlich alle die Handwerksarbeiten und so weiter gemacht haben, das war denen ein Dorn im Auge. Wie auch immer, die Kostproben der Demokratie fallen herb aus. Nicht immer, Gott sei Dank, es gibt auch Hoffnung, aber gleich noch eine Stufe weiter zu gehen und ständig über alles abstimmen zu lassen, ich fürchte,
dann am Ende auch uns der Sachverstand. Ich würde gerne delegieren, allerdings nicht an die alten Parteien. Und also da treffen wir uns wahrscheinlich wieder. Ich glaube auch nicht, dass sie uns noch angemessen repräsentieren. Ich sehne mich nach einem deutschen Macron, obwohl der auch inzwischen schon bröckelt. Ich sehne mich also nach eigentlich Mr. Nobody, den wir uns in Deutschland erst noch erfinden müssten. Ich sehe ihn nirgendwo. Aber ehrlich gesagt, solange es in meinem Leben zum Beispiel einen Helmut Schmidt gab, ja, da war die Welt in Ordnung. Da konnte ich seelenruhig meine Plattensammlung ergänzen. Da habe ich nicht die Angst gehabt, dass hinter meinem Rücken irgendwas ganz Blödes gerade passiert. Das war ein anderes Urvertrauen in unser politisches System, was im Rückblick fantastisch war. Auch wenn es sicherlich hinter den Kulissen genauso dubiose Aspekte gab. Nur ich persönlich und soweit ich weiß, auch meine Freunde und bestimmt auch viele von Ihnen, wir haben recht entspannt natürlich auch demonstriert oder waren gegen dieses und jenes, ist doch klar. Aber dieses grundsätzliche nicht mehr in die Staatsfunktionalität Vertrauende, das ist eine neue Kategorie, die durch den alten Parteienproporz, da gebe ich dir völlig recht, so nicht in den Griff zu kriegen ist. Ich weiß nicht, ob du nicht jetzt romantisch ein wenig die Schmidt-Ära verklärst. Also immerhin gab es da Leute, die mit Bomben und Entführungen versucht haben, das Grundvertrauen in die staatlichen Institutionen sehr drastisch in Frage zu stellen. Aber grundsätzlich die Frage, glaube ich, ist anderer Art, nämlich die, wie weit dieses von dir und von mir gleichermaßen konstatierte Unbehagen oder nicht mehr Vertrauen in staatliche Institutionen oder in politische Entscheidungsabläufe wesentlich damit zu tun hat, dass wir eben selber nicht mitentscheiden, mitreden können und das natürlich dann in den entsprechenden seltenen Momenten der Meinungskundgabe jenseits von Beschimpfungen in Internetkommentaren, nämlich dann, wenn wir tatsächlich abstimmen können, unserem Frust freien Lauf lassen und Leute wählen, die wir vielleicht nicht wählen würden, wenn wir einigermaßen bei, klarem politischem Bewusstsein wären. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sich, sagen wir mal, extreme Positionen im politischen Diskurs relativ leicht am Ende, nun ja, ausmändeln wäre vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest neutralisieren. Also ich glaube an unser aller Vernunft und habe kein Bedürfnis nach bonapartistischen Figuren wie dieser für zumindest helvetische Voreingenommenheiten sehr dubiose französische Präsident. Also hier herrscht ein nonkonformistischer Ton. Es ist interessant, Matthias Politiki hat mal an einem Abendessen mit unserer Bundeskanzlerin, noch Bundeskanzlerin, teilgenommen. Also Frau Merkel. Und er saß neben ihr und hat versucht, ihr zu erzählen, darf ich das jetzt mal selber schildern, so wie es, hat ihr versucht zu erzählen, was er alles an Erfahrungen gemacht hat in der muslimischen Welt. Nicht? Sondern in der? Das ist schon über den Sprachgebrauch. Und also, ja, jedenfalls, sie hat sich zu ihm hingebeugt und hat ihm zugehört, aber sie hat keine einzige Frage gestellt. Sondern sie hat immer darauf verwiesen, dass es für die ein oder andere Problematik Referenten gibt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt zwischen Merkel und Macron wählen sollte, würde ich eher zum bonapartistischen Macron neigen. Denn ich glaube, man kann kein Land ohne ein gewisses Charisma führen, weil das Charisma gehört einfach zur Herrschaft. Ich glaube, eine nicht charismatische Herrschaft kann man sich schwer vorstellen, aber vielleicht irre ich mich. Vielleicht sollte man in der Tat das Volk sich selber führen lassen. Brauchen wir eine Herrschaft im Sinne einer charismatischen Herrschaft, so wie, zu Zeiten von Kaiser Augustus oder von Kaiser Napoleon? Ich habe meine ganz großen Zweifel. Ja, die darfst du auch haben. Du bist ja von Berufs aus Zweifler, nicht? Skeptiker. Ja. Nein, aber ich wollte eigentlich noch auf einen anderen Punkt kommen, aber vielleicht habt ihr euch noch ein bisschen was zu sagen zu Zeit, denn du hast natürlich gerade eben den Helmut Schmidt gelobt, in der Zeit, in der die
die Roten Brigaden in Italien und bei uns die RAF tätig waren. Ja, das will ich ja gar nicht beschönigen. Wir haben ja uns damit auch die Nächte um die Ohren gehauen, wie weit wir gehen würden und so weiter und so fort. Es ist keine Lichtgestalt, aber wenn ich den schon erwähne, wie traurig ist es dann bestellt um die heutige Generation an möglichen Lichtgestalten. Das ist ja das, was mir zu schaffen macht, dass ich an dieses ganze System ähnlich, da treffen wir uns ja so nicht mehr treffe, aber ich glaube, wir so nicht mehr glaube, aber wir sollten uns da nicht festbeißen. Das Entscheidende ist tatsächlich, dass, wenn es schon bei Frau Merkel anfängt, dass wir uns bestenfalls noch zuhören, aber nicht mehr darauf eingehen. Das scheint mir doch nicht jetzt im Spiel, was uns via Medien von der politischen Landschaft geboten wird jeden Tag, aber doch im Alltag oft so. Wie oft habe ich das? Ich habe einmal zum Beispiel in dem Buch Schrecklich schön und weit und wild gibt es ein Kapitel, was heißt heute Heimat? Dieses Buch geht ständig übers Reisen und also was man auf Reisen an Entbehrungen, wie man ein anderer wird, wie man versucht, Reisen auch als politische Haltung übrigens auszuüben, nicht als, also die Sehenswürdigkeiten sind es nicht, weswegen ich unterwegs bin, sondern die Menschen hinter den Sehenswürdigkeiten und wie man sich da mit der Welt verknüpfen kann, aber wie man auch zurückkehren kann und wie der Reisende, der monatelang unterwegs war, eine Sehnsucht hat, die fängt bei deutschen oder bayerischen Brezeln und deutschen Brot und so weiter an und geht aber hin bis in ganz andere Bereiche. Einfach eine Ursehnsucht zurück in das. Und das ist 2017 bei stern.de sehr wohlwollend, geradezu hymnisch anmoderiert, also einplatziert worden, dass es eben hier nicht um einen tümelnden Heimatbegriff geht, sondern um ein, das ist auch eine Überzeugung, wir dürfen doch den Begriff Heimat nicht den Rechten überlassen. Den muss man doch zurückholen und auf eine Weise auch füllen, wie wir ihn verstehen. Und genauso hat es der Stern-Redakteur auch anmoderiert und der Artikel war noch nicht eine Minute freigeschaltet. Da stand schon als erster Kommentar drunter, wer Heimat sagt, ist Nazi. Und das war für mich eine Lehre, wie schnell das geht, ohne dass man überhaupt den Artikel noch liest, wird man bereits, also nicht zuhören kann man es ja auch schon gar nicht nennen, da müsste man ein anderes Wort dafür erfinden, wie eigentlich die Haltung gegenüber anderen ist, wenn man so miteinander umgeht, ist kein Wunder, dass immer von Spaltung und noch mehr Spaltung gesprochen wird, sondern ich finde, eine Hauptbotschaft von uns muss es sein und wir haben es ja auch versucht, trotz unserer Gegensätze, wir müssen mit jedem quatschen, der vielleicht versucht, uns so auch in die entgegengesetzte Ecke zu drängen, anders ist es nicht zu retten. Also noch vor deinem Politikverständnis, Urs, würde ich sagen, das Selbstverständnis von uns, also jedem einzelnen Menschen, müsste sich ändern. Dieses Abschotten, ich nehme mich selbst nicht aus. Einfach in meinem Fall schweigen und auf Durchzug schalten und andere sich dann so anpöbeln lassen, das löst das Problem nicht. Wir können nur hoffen auf eine gute Lösung, wenn wir selber Teil des Prozesses werden. Und das ist unangenehm und schmerzlich manchmal, aber ich fürchte, da unterscheiden wir uns auch, daran führt kein Weg vorbei. Dieses Plädoyer für Selbsterkenntnis würde ich natürlich als philosophisch Denkender auch unterschreiben wollen, aber zugleich in Erinnerung rufen, dass wir natürlich keine isolierten Wesen sind, die in unserem stillen Kämmerlein uns zu besseren Menschen machen können, sondern dass wir ständig in sozialer Interaktion sind, in Kommunikation sind. Und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass die vorzeitig abgebrochenen Gespräche oder eben das nur den Stichworten hinterherhecheln, die gerade als kontaminiert gelten und als böse gelten, keine erfolgversprechende Strategie ist, um irgendwie unser Zusammenleben zu organisieren. Ich glaube, dass wir
da noch sehr viel Kommunikationsbedarf haben, wo wir uns dann die ganzen Nächte um die Ohren hauen oder nicht, das sei dahingestellt. Aber gerade das würde ich als gelingenden demokratischen Prozess verstehen wollen. Ich sehe nämlich nicht nach Lichtgestalten in der politischen Arena. Ich würde sagen, wir selber müssen uns gegenseitig Lichtgestalten sein und nicht irgendwohin nach oben oder in die Ferne gucken, um irgendjemanden auf dem Podest zu sehen. Aber dieses auf den anderen hören oder auf den anderen zugehen, jenseits der Schlagworte, war uns, glaube ich, beiden ein sehr wichtiges Anliegen, als wir dieses gemeinsame Gespräch geführt haben, auch wenn vielleicht der eine und oder der andere sich in der jeweiligen Situation nicht ganz verstanden gefühlt haben mag. Aber wie Matthias vorhin schon erwähnt hat, wir haben trotz all der Differenzen uns nach wie vor freundschaftlich verbunden gefühlt und fühlen uns, glaube ich, immer noch, sogar noch stärker, gegenwärtig freundschaftlich verbunden. Das ist beruhigend, deswegen sitzen wir hier auch so friedlich. Ja, Andreas, du hast ein ganz großes Vertrauen in die Gegenwart und in die Kräfte, die auch bei uns walten, was Integrationsfähigkeit angeht, was unsere kulturellen Kräfte angeht. Kann man sagen, dass du glaubst, dass wir in der besten aller Gegenwarten leben? Ich glaube, so etwas Ähnliches sagst du auch, nicht, oder? Und ich ergänze dann gleich, und du bist nicht so ganz dieser Überzeugung, nicht, oder? Ja. Nicht so ganz. Ja. In der Tat habe ich das provozierend formuliert. Das ist eine Formulierung, die an eine berühmte und berüchtigte Formulierung aus der Philosophiegeschichte anknüpft, wonach wir in der besten aller möglichen Welten leben. Das ist die Theorie von Leibniz, die einige hundert Jahre lang schärfster Kritik unterworfen war. Ich würde sagen, dass wir tatsächlich in der Gegenwart, in der besten, der bisher, und ich bitte das doppelt unterstrichene bisher zu sehen, in der besten bisher möglichen Kulturen leben, weil es die Kultur ist, die am meisten ermöglicht. Das heißt nicht, dass sich all die Schwierigkeiten, die es gibt, all die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, geringreden würde wollen, um mir nicht sehr leicht eine bessere Welt, in der diese Dinge nicht da sind, die uns so Sorgen machen, vorstellen könnte. Aber ich sehe keinen Anlass, die Gegenwart als schlecht, als vom Untergang bedroht, als eigentlich schon dem Untergang anheimgefallen darzustellen. Ich habe den Eindruck, dass wir in einer Weise sozusagen selbstbewusst und selbstkritisch geworden sind, wie das für kaum eine Kultur, eigentlich für keine mir bekannte Kultur vor uns der Fall gewesen ist. Und ich denke, wir sollten aufhören, ständig uns selber anzuklagen, sondern sollten durchaus selbstbewusst mit unserer gegenwärtigen Situation umgehen. Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollten und eben die Probleme, die wir sehen, nicht angehen. Aber dass wir die Probleme sehen, scheint mir schon ein sehr großes, soll ich mal sagen, Reifezeichen dieser Kultur zu sein, in der wir gegenwärtig leben. Also aus meiner Sicht kein Grund für Kulturpessimismus, kein Grund für Untergangsstimmung. Also Untergangsstimmung empfinde ich auch nicht, um das ganz klar zu machen. Aber der Optimismus, der mich zum Beispiel in den 90er Jahren erfasst hat, dann den erinnern wir uns doch noch. Das war doch ein ganz anderes Jahrzehnt als alles, was ab 2001 folgende sich dann in eine Richtung entwickelt hat, bei der wir jetzt eben vor diesem berühmten spaltenden Abgrund stehen. In den 90er Jahren, da war, ja gut, du sagst, wir haben jetzt die meisten Möglichkeiten, aber ist das meiste denn wirklich das Gute? Das ist für mich kein Qualitätskriterium, sondern wie habe ich mich gefühlt dabei? Und ich will mal einen Sprung machen, wie man von außen auf Deutschland guckt. Als ich angefangen habe zu reisen, da war der Zweite Weltkrieg bei vielen, die ich dann als ja, Taxifahrer oder Restaurantbesitzer oder Campingplatzvermieter kennengelernt habe und manchmal auch andere. Die waren schon sehr reserviert. Das fing schon in Frankreich sehr, war ein hartes Terrain, Holland sowieso, und zog sich so rum. Und dann gab es auch diese unfreiwillige Hallo-Rufe, wenn man in die arabischen Länder kam, auch unschön. Das war das Image Deutschlands damals. Und dann haben wir uns doch mächtig alle angestrengt, um ein anderes Bild Deutschlands in die Welt zu tragen. Und das ist uns gelungen. Wir waren vorübergehend die beliebtesten Touristen der Welt
obwohl wir Reiseweltmeister waren, also eigentlich den Einheimischen jetzt rückblickend betrachtet vielleicht auch ein bisschen auf die Nerven hätten gehen können, war aber nicht so. Ich habe es gemerkt, wo immer ich hinkam, ich selber habe mich noch als Deutscher am Anfang ein bisschen, naja, eher als Europäer und so weiter. Nein, das wollten die nicht, um Gottes Willen, Deutscher. Das hat man wider Willen so dann irgendwann mal verinnerlicht und das ist dann plötzlich in den letzten Jahren wieder gekippt. Wenn ich dann in Japan oder in China ins Gespräch komme, dann werde ich, ja, wenn ich Glück habe, werde ich bemitleidet. Und unlängst auch in Tansania, jetzt schon in Afrika. Du armes Schwein so ungefähr. Nicht gerade, dass sie es so sagen, aber da wird man dann also von den Einheimischen zur Rede gestellt, was ist denn bei euch eigentlich los? Und das ist doch irgendwie verrückt. Einfach jetzt mal ganz unabhängig von meiner eigenen Einschätzung, dass die Welt, in der ich unterwegs bin, also vorwiegend eben Afrika, Asien, in Amerika war ich jetzt in den letzten Jahren nicht, so kopfschüttelnd auf uns reagiert, das zumindest sollte uns doch stutzig machen. Aber gibt es denn eine solche aufmerksame Wahrnehmung dessen, was sich tatsächlich in Deutschland so verändert oder nicht verändert, dass es als getreues Abbild der realen Situation interpretiert werden kann, was einem denn da so widerfährt als Reisender in fernen Ländern, wo vermutlich die Leute nicht in erster Linie jeden Morgen gleich die Süddeutsche lesen oder das ZDF einschalten? Also ist es wirklich so, dass daraus was abzuleiten ist im Hinblick auf die Befindlichkeit? Ich muss gestehen, dass mir die 90er Jahre, ich habe in den frühen 90ern studiert, nie so als die ideale Welt vorkam. Es war für mich eine Welt, wo relativ viel trotz des Zusammenbruchs des real existierenden Sozialismus vieles versperrt war, viele Möglichkeiten sich schon als problematisch abzeichneten. Das Buch von Fukuyama über das Ende der Geschichte war damals quasi das Emblem über allem. Eigentlich ist die liberale westliche Vorstellung die einzige Alternative, die es noch gibt, so schien es damals, und das schien mir nicht gerade eine so erfreuliche Perspektive zu sein. Und so viel unübersichtlicher und unruhiger die Welt ist, verglichen mit den 90er Jahren, so wenig sehe sie doch als eine Welt, die mich in Möglichkeiten einschränkt. Ich gebe zu, dass ich, wenn ich unterwegs bin, ich bin natürlich viel weniger unterwegs als du, ich dann je nach Gelegenheit gerne mal meinen Schweizer Pass zücke, um nicht in sozusagen Rechenschaftspflichten zu kommen, die ich allenfalls als nachgeordneter Vertreter der deutschen Bundeskanzlerin in der Welt geben müsste. Fragt nie jemand danach, was der Schweizer Bundesrat gerade entschieden hat, wohingegen man schon danach fragt, was die Kanzlerin entschieden hat oder eben nicht. Naja, du sprichst ein wichtiges Thema an, woher wissen die das alle, aber Stichwort, genau, was wissen wir denn eigentlich noch? Heute ist, glaube ich, Buchpremiere über den Fall Relotius auch. Ja, auf welches Wissen, welche Wissensvermittlung, welche Plattform kann man sich überhaupt noch verlassen, wenn solche Kernbastionen der Integrität dann plötzlich auch sowas zugeben müssen? Mein ganzes Informationsvertrauen ist eigentlich seit ein paar Jahren erschüttert, und ich stelle in den anderen Ländern etwas fest, was ich auch an mir selber feststelle. Das Verrückte ist, man glaubt eigentlich gar nichts mehr, und dann, wenn jemand sagt, aber ich war da oder eben ich habe den und den gesprochen und ich kann dir das und das berichten. Das ist wie im Mittelalter. Da kommt der Reisende in die Stadt und sagt denen, die dort sind, da und da ist der Drache, und nach der nächsten Wegkurve, da sind die Räuber, und wenn du das und das umgehst, dann kommst du, also sowas glaube ich.
Also das ist das Verrückte an mir. Ich glaube nicht mehr das, was mir abstrakt oder zumindest nicht ohne kritisches Hinterfragen. Es ist nicht so, dass ich einen Grund irgendwo hätte, gegen einzelne Meldungen vorzugehen. Aber wenn ich nicht unterschiedliche Plattformen und Zeitungen mir angeschaut habe, fühle ich mich neu, also seit einigen Jahren unsicher in meinem Urteil, was wirklich passiert ist. Und das Komische ist, dass in den anderen Ländern es dann oft auch, gerade in Afrika, die wissen erstaunlich viel von denen, die hier auch schon leben, den ganzen, die hin und her pendeln zwischen den Kontinenten. Das sind auch solche Einzelerfahrungen, die aber sehr konkret sind und von diesem Einzelfall ausgehend sich Urteile bilden. Dazu kommen die ganzen Überschriften. Natürlich, was Merkel sagt, wird auch noch in Burundi gehört. Das ist überraschend, das glauben wir Deutsche immer nicht, aber noch spielen wir im Konzert der politischen Meinungen auf der Welt eine gewisse Rolle. Gott sei Dank nicht die Hauptrolle, aber doch eine, die gehört wird. Und übrigens, das möchte ich auch mal sagen, über lange Jahre war das ja auch sehr gut, was Merkel da gesagt hat und getan. Das hatte Vorbildcharakter auch in vielen Ländern, in denen ich war. Also wir konnten auch sehr froh sein. Dich wird vielleicht, wenn ich das kurz einfügen darf, nicht erstaunen, dass ich nicht traurig darüber bin, dass die Gewissheiten, die letzten Gewissheiten, die uns bestimmte Medienkanäle garantierten, erodiert sind, dass ich als skeptisch Gesinnter der Auffassung bin, dass wir uns immer wieder in unseren Sicherheiten irritieren lassen sollten. Das versteht sich fast schon von selber. Aber ich glaube, auch das ist ein Zeichen der Reife von Kultur, dass wir nicht mehr bloß sozusagen gefangen sind in der einen Medienwelt beispielsweise. Ich erinnere mich an meine Großmutter, es gab in der Stadt Basel, in der meine Großmutter gelebt hat, zwei Tageszeitungen, politisch völlig konträr, und es ist klar, dass meine Großmutter nur die eine las und dass was in dieser Zeitung stand, die Wahrheit war, wohingegen die Nachbarn, die andere Zeitung gelesen haben, halt ideologisch völlig daneben waren und in der Unwahrheit sich befunden haben. Heute, ja, wissen Sie nicht mehr, dürfen Sie dem einen Nachrichtenkanal oder dem anderen eher vertrauen? Wie wollen Sie damit umgehen? Und diese Art von Verunsicherung scheint mir durchaus heilsam zu sein. Vielen Dank. Ein kleines Thema noch, es gäbe noch viele andere, bevor Sie dann Fragen stellen dürfen an die beiden. Ihr habt eine gewisse Skepsis gegenüber zwei Wörtern, die man eigentlich, wenn es um Haltung geht, doch eher positiv erwähnen könnte oder somit erwarten würde, dass sie eine positive Rolle spielen, während ihr sehr skeptisch seid. Und das eine Wort heißt Werte und das andere heißt Leitkultur. Und vielleicht sagt ihr zu diesen beiden Vokabeln noch etwas und warum ihr Skeptiker seid. Die Werte sind ein Begriff, mit dem ich mich in den letzten Jahren ein ganz klein wenig angefreundet habe, nachdem ich lange Jahre der Auffassung war, dass das Begriffe sind, die nur einfach heiße Luft darstellen und den Politiker-Kauderwelsch vor allen Dingen ihren Ort haben. Die Werte, das glaube ich, ist für meinen Sprachgebrauch zentral, sind nichts, was es an sich gibt, sind nichts, was irgendwo festgeschrieben wäre an einem Ideenhimmel oder von einem Gott geoffenbart. Werte sind etwas, was immer wieder neu ausgemacht, neu ausgehandelt werden muss, etwas, worin man sich immer wieder neu orientieren muss, und zwar eben in kommunikativen Prozessen. Man kann das sehr gut beobachten, wie sich Gesellschaften in dem, was ihnen, diesen Gesellschaften wichtig ist, was den einzelnen Gruppen wichtig ist, verändern, und da findet ein ständiges Neuausrichten von Werteorientierungen statt. Und eben nachdem ich früher den Begriff ganz abgelehnt habe, würde ich heute sagen, es ist ein Begriff, der durchaus dienlich ist, um diese Veränderungen zu beschreiben. Das Wichtige ist, dass wir uns klar sind, dass Werte immer nur in der
Mehrzahl vorkommen. Es gibt nicht den einen Wert und es gibt nicht die schroffe Wertehierarchie, sondern Sie müssen sich immer wieder neu orientieren, was Ihnen in Ihrem Leben wichtig ist und was Ihnen in Gemeinschaft mit anderen Menschen wichtig ist. Mal vielleicht zurückgreifend auf Nietzsche, Umwertung aller Werte, hat ja doch im Wesentlichen erstmal auch das Beklopfen der vorhandenen Werte mit dem kleinen Hämmerchen und das Lauschen auf den hohlen Ton. Das ist der Ausgangspunkt der Skepsis gegenüber Werten, aber bei Nietzsche immer verknüpft auch mit der Sehnsucht und der Leidenschaft, nicht etwa nur zu entwerten und aufzudecken, sondern neue Werte auch für sich zu entdecken und zu dekretieren und wenn es auch sein muss, von Werk zu Werk unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der uns beide fasziniert, ein Leben lang. Perspektivismus. Ein Problem aus den verschiedensten Winkeln anschauen, zu verschiedenen Urteilen kommen und trotzdem nicht beliebig sein. Das ist ja in der Nietzsche-Forschung eins der gängigsten Thesen. Nietzsche ist so herrlich widersprüchlich. Damit haben wir die ganze Widersprüchlichkeit der Moderne entdeckt. Das halte ich für Käse. Damit habe ich mich dann auch in meiner Diss auseinandergesetzt. Den kann man aus dem Kontext der einzelnen Stellen sehr genau verstehen, warum er es mal mehr so sagt und mal mehr anders. Aber die Flexibilität des Denkens aufrechtzuerhalten und auch bei sich selbst anzufangen und zu sagen, das, was ich heute so überzeugt hier vertrete, kann schon morgen ein bisschen anders sein und übermorgen schon sehr viel anders, das täte uns gut, weil im Moment verrennen wir uns alle in so Werteblockaden, ja, die, und zwar die sind von beiden Seiten richtig schlimm. Also das möchte ich gar nicht ins Einzelne gehen, aber ich bin sowohl nach rechts wie auch nach links sofort auf Krawall gebürstet, wenn mir irgendeiner eben eine solche einen geltenden Wert und eine damit verknüpfende geltende Wahrheit aufoktroyieren will. Da sträubt sich etwas in mir und ich glaube, deswegen haben wir diese, und da teilen wir dann die Grundskepsis gegenüber aufoktroyierten Wertesystemen und dieser Erstarrung dann zur Leitkultur, wobei wir nicht sagen, es soll alles beliebig werden, auf keinen Fall, sondern wir treten hier und jetzt für etwas an, oder vielleicht ich tue es ein bisschen mehr als du, aber auch ich stehe dazu, aber es muss das Recht geben, auch von dir nach 2 oder 3 Stunden überzeugt zu werden und dann meine Meinung anzupassen, zu korrigieren und auch umgekehrt. Das, finde ich, tut dem Umgang mit Werten oder täte ihm gut, wenn wir ihn etwas dynamisieren. Und Willi Vossenkuhl meinte ja zu Beginn, dass wir beide uns in gewisser Weise verwandt sind, weil wir Nietzscheaner sind, ob wir irgendwelche Ahner sind, das weiß ich nicht, aber dass eine Inspiration von Nietzsche herkommt, das hat Matthias Politiki gerade nochmal klar gemacht. Was uns da vielleicht eint, ist tatsächlich auch die Bereitschaft zum experimentellen Umgang mit der Wirklichkeit, zum experimentellen Umgang mit Positionen, zum experimentellen Umgang mit Werten und natürlich auch immer mit dem, was der andere sagt. Und die Hoffnung ist dann, dass ein solcher experimenteller Umgang auch ansteckend und befreiend wirken kann in der einen oder anderen Weise. Für uns hatte es, glaube ich, eine solche befreiende Wirkung im Umgang mit den Positionen der anderen gehabt. Und natürlich, Klammerbemerkung, weil die Frage ja danach kam, das Konzept der Leitkultur, Konzept in Anführungszeichen, suggeriert, dass es da etwas ganz Festes und Unverhandelbares gibt, etwas, womit man nicht experimentieren kann. Aber gerade das würden wir, denke ich, beide für sehr fraglich ansehen. Vielen Dank. Wir beenden jetzt dieses Zwiegespräch oder das Dreiergespräch und Sie sind nun gebeten, Ihre Fragen zu stellen. Am besten sagen Sie immer, wen Sie fragen wollen oder beide oder, ja, oder niemand. Ja, das können Sie, also bitteschön. Stefan Meyer hat das Mikro und reicht es weiter. Ja. Dankeschön. Eine Frage an die Runde, also mit anderen Worten an alle. Ich möchte Ihrem letzten Satz vehement widersprechen, denn zum Beispiel das Grundgesetz
Unser aller Grundgesetz ist nicht beliebig. Das ist für mich eine Werteordnung, die auch nicht verhandelbar ist. Insofern gibt es etwas, was dem, was Sie uns heute erzählt haben, eigentlich widerspricht. Ich glaube, da würden wir beide sofort zustimmen. Darum ging es uns nicht. Das erkennen wir selbstverständlich stillschweigend an. Aber gut, dass Sie uns darauf hinweisen. Da waren wir vielleicht etwas vorschnell. Natürlich rekurrieren auch wir auf gültige Werte. Wir sehen nur, dass unnötigerweise überall noch zusätzliche Werte dazu dekretiert werden von selbsternannten Selbstbeauftragungen von kleineren Gruppen, die den anderen dann umso mehr sauer aufstoßen. Und das, glaube ich, passt uns nicht, dass wir uns alle auf die Grundwerte des Grundgesetzes und noch manches andere, den Humanismus und die Aufklärung, die ganze Tradition, die damit verknüpft ist, berufen würden und auch hier jetzt sofort unterschreiben, steht für mich außer Frage. Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihren Widerspruch. In der Tat werden wir mit dem Grundgesetz einen Rahmen haben, in dem wir uns sozusagen in allem, was wir diskutieren, bewegen. Aber es handelt sich auch um einen hochgradig deutungsbedürftigen Rahmen. Nehmen Sie Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie müssen interpretieren, was die Würde des Menschen ist. Es wäre den Verfassungsrichtern in den 50er Jahren nie eingefallen, die sexuelle Selbstbestimmung von Homosexuellen als geschützt durch die Würde des Grundgesetzes, Artikel 1, zu akzeptieren, sondern selbstverständlich hätte man, Sie wissen, wie lange in diesem Land Homosexuelle verfolgt wurden, selbstverständlich hätte sich ein Homosexueller, der damals sich darauf berufen hätte, keine Chancen gehabt, vor Gericht und vor dem Bundesverfassungsgericht Recht zu bekommen. Wir sehen also eine gesellschaftliche Dynamik der Interpretation des Grundgesetzes, die durchaus auch die Veränderung des Grundgesetzes möglich macht. Es ist ja anders als bei der amerikanischen Verfassung, wo es ja sozusagen den Verfassungsfundamentalismus gibt, zu fragen, ja, wie hätte denn im Jahre 1776 dieser Text ausgelegt werden müssen, um heute zu einer Interpretation zu kommen. Wir müssen die gesellschaftliche Dynamik auch im Umgang mit einem solchen Gesetz wie dem Grundgesetz sehen. Und es ist durchaus denkbar, dass sich die Bürger dieses Landes einmal eine andere Verfassung geben, so wie es ja schon im Grundgesetz eigentlich festgeschrieben ist, dass es nicht dazu kam, 1989-90, das ist ein spezielles historisches Problem. Aber Interpretation ist auf jeden Fall notwendig. Es führt gar kein Weg dran vorbei. Sie wäre nicht notwendig, die Interpretation, wenn es ein Kriterium oder Kriterien der Identität, der Bedeutung des Wortes Menschenwürde geben würde. Aber das gibt es nicht. Ja. Es ist erstaunlich, dass in den meisten Debatten auch der Rechtsphilosophen irgendwie wohl noch nicht angekommen ist, dass diese Identitätskriterien fehlen. Es wird immer unterstellt, da muss doch irgendwas sein im Hintergrund, irgendwas Substanzielles, was man irgendwie doch mal zu fassen kriegen muss. Das gibt es aber nicht. Und deswegen brauchen wir Interpretation. Und das spricht natürlich auch gegen, oder bestätigt das, was ihr beide gesagt habt, dass es keine fixierten Werte geben kann, auf die man sich beziehen kann. Das ist eben das große Malheur und das große Problem, aber auch die große Freiheit, die wir im politischen System haben, dass wir immer wieder aufs Neue sagen müssen, worum es uns eigentlich geht. Also tut mir leid, das überzeugt mich nicht. Die Grundwerte sind auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes unverhandelbar. Dass man Modifizierungen vornimmt, wie Sie sie gerade geschildert haben, dass man quasi mit der Zeit geht, das schließt ja praktisch das nicht aus, was ich meine, dass es bestimmte Grundwerte gibt, die eben nicht dispositiv sind. Und das ist letzten Endes auch für unsere Demokratie das wesentlichste Fundament. Egal was passiert, die Bürger können auf das Grundgesetz vertrauen. Sie können nicht vertrauen auf Politiker, die dieses Grundgesetz mit anderen Worten missbrauchen oder eben nicht mehr wertschätzen. Entschuldigung, wir dürfen jetzt nicht aneinander vorbeireden. Niemand hat hier behauptet, dass die Artikel des
in unserer Verfassung verhandelbar sind. Aber es ist ein Faktum, dass über diese Artikel unentwegt verhandelt wird. Wir haben 1949 zum Beispiel zur Menschenwürde ganz eindeutig den Bezug zum Nationalsozialismus gehabt und zur Verhinderung des Massenmordes und alles dessen, was mit dem Nationalsozialismus verbunden wurde. Wenn es heute um das Verbot von embryonalen Stammzellforschungen geht, dann hat es überhaupt nichts mehr mit dem Nationalsozialismus zu tun. Und trotzdem geht es um Menschenwürde. Da sieht man ganz klar, dass obwohl die Menschenwürde nicht zur Disposition gestellt wird, doch immer aufs Neue gefragt werden muss, ja, was bedeutet das eigentlich? Also wir dürfen nicht aneinander vorbeireden. Ja, bitteschön. Weitere Fragen? Weitere Fragen hier zu eurer rechten Seite, Professor Ebert-Schifferer. Ja, ich habe eine Frage an die beiden Autoren des Buches, das ja Haltung finden heißt. Und Herr Professor Vossenkuhl hat in seiner Einleitung gleich gesagt, das Buch heißt so, aber keiner hat eine Haltung oder kann sie finden. Und die Diskussion wurde dann sehr politisch. Mir ist, das wäre die Frage an die beiden Autoren, wie sie Haltung definieren und wie man dazu kommt. Also bei den beiden Diskutanten selber ist ja klar geworden, im Grunde sind sie gar nicht so weit auseinander. Herr Politizki definiert sich als immer zwischen allen Stühlen und Herr Sommer ist eher stoisch. Das heißt eigentlich, beide versuchen zu den Realitäten eine philosophische Äquidistanz zu halten, um da eben so aus der Mitte heraus zu vermitteln. Ist das die Haltung, die Sie in dem Buch fordern? Und dann wäre ja doch die wichtige Frage, wie brächten wir alle Bürger dazu, sie auch zu finden? Denn sonst können wir lange über das diskutieren, was heute besprochen wurde. Es wird dann nie dazu kommen, dass man das Schweizer Modell in diesem 80 Millionen ungeregelten Einwanderungsstaat so friedlich einführen kann wie im Kanton Uri. Ja, in der Tat brauchen auch wir eine Weile, um sie zu finden. Und deswegen heißt es auch Haltung finden und nicht Haltung zeigen. Ich denke, wir leben in Zeiten, wo viel zu viel Haltung schon gezeigt wird. Jeder zeigt bei jeder banalsten Möglichkeit Haltung. Und das sind oft sehr plakative Vorzeigehaltungen. Es ist viel schwieriger, mal in sich zu gehen und zu ergründen, wie sich Meinungen und auch das, was wir als emotionale Grundhaltung mit uns rumschleppen, vielleicht bündeln lassen zu einer kohärenten, vorübergehenden Haltung, die wir dann aber auch einnehmen und aktiv verteidigen. Das ist ein Prozess, den wir selber auch in dem Buch abgelaufen haben und da hat sich auch unsere Haltung dabei verändert. Aber Sie sprechen ein zentrales Wort auch an, der Mitte. Ich hätte nie gedacht, dass ein solch langweiliges Wort wie die Mitte für mich nochmal so spannend wird. Als ich groß geworden bin, war das sozusagen der Schnarchsack als Wort. Und inzwischen sehne ich mich nach mehr und mehr Mitte, natürlich nicht im Sinne der Merkel-Mitte, wo alles dann irgendwie nur ausgekartet wird, dass der Oberkompromiss rauskommt, sondern eine unabhängige, freidenkerische Mitte, in der es auch noch chaotisch zugehen kann, wo nicht alles in kohärenten Clustern, Haltungsclustern abgeliefert wird. Nur ein Beispiel, dem muss man überhaupt nicht zustimmen, aber ich war sehr überrascht dann zu hören, dass die Sozialdemokraten in Dänemark gewonnen haben, die Wahl, weil die eben linke Inlandspolitik mit einer harten Migrationspolitik kombiniert haben, undenkbar für Sozialdemokraten in Deutschland. Und ich will das auch nicht zum Vorbild erklären, nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man Haltungen auch mal aufbrechen kann und neu mischen. Und dass man, glaube ich, als Individuum auch also jetzt nur als Witz grün wählen kann und dann auch die Kinder im SUV, also SUV, im SUV zur Schule oder sonst wohin bringt, ist das schon eine Haltung. Und da finde ich, wird es sehr lohnend, einfach mal eine Stufe zurückzugehen und sich einzugestehen, Moment, so einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht, ist bestimmt die Ausgangsfrage.
Feststellung gewesen, von der aus wir über Haltung nachgedacht haben. Und natürlich sind wir im Modus des Findens noch nicht wirklich angelangt, sondern immer noch im Modus des Suchens. Haltung hat, wie das Matthias Politiki gerade auch ausgeführt hat, für uns etwas sehr stark und glaube ich für uns beide tatsächlich etwas sehr stark Responsives. Es ist eben nichts wie eine Gesinnung, die ein für alle Mal festgelegt ist. Was geht mich die Welt an? Ich habe mir diese Gesinnung zugelegt und da werde ich nun dabei bleiben, komme, was da wolle. Haltung, wie wir sie, glaube ich, beide verstehen, ist etwas sehr stark Dynamisches, etwas sehr stark auf die Umwelt und auf die Mitmenschen bezogen ist, entsprechend auch etwas, was sich verändern kann. Du hast es schon angedeutet, wir haben eben unsere eigene Haltung, oder vielleicht sollten wir tatsächlich vom Plural reden, unsere eigenen Haltungen im Gespräch miteinander auch immer wieder neu justiert und tun es heute und hier immer noch. Hier gleich in der Mitte die nächste Frage. Wie gehen Sie mit, also ich finde, dass Nachrichten momentan gar keine Nachrichten sind, sondern einfach Kommentare. Und es gibt ganz viele Kommentare in dieser Welt. Und wir bekommen Sie dann eben diesen Abstand der Skeptik, die man als Skeptiker braucht, für diese vielen verschiedenen Kommentare, dass man einfach den Schritt zurückschafft. Also auch eine Frage an beide Autoren. Die klassische Methode der Skepsis wäre die Entgegensetzung der verschiedenen Informationen oder Kommentare. Und genau das können Sie ja heutzutage machen. Also im Unterschied zu meiner Großmutter, die nie und nimmer die Zeitung der Nachbarn angefasst hätte, weil die ja eben ideologisch falsch gepolt war und immer nur ihre Zeitung gelesen hat, können wir heutzutage auch dank den digitalen Medien alle möglichen Informationskanäle anzapfen, tun das auch. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand hier im Saal sich noch auf ein Leitmedium verlässt und sagt, XY-Zeitung ist das Einzige, was ich lese und was ich glaube und alles andere kümmert mich nicht. Und dann sind Sie sozusagen nie bei einer letzten Sicherheit, aber Sie können sozusagen abwägen, können feststellen, naja gut, diese Zeitung ist dafür bekannt, dass sie jemanden hat im Hintergrund, der sie finanziert, der so und so ausgerichtet ist, ist also zu erwarten, dass die entsprechenden Informationen in die Richtung tendieren. Ihre Beobachtung würde ich natürlich teilen, die Beobachtung, dass eben die Vermischung von Information und Kommentar heute landläufig ist und die alte journalistische Regel, das auseinanderzunehmen, klar zu deklarieren, heute nicht mehr so unbedingt hochgehalten wird. Wir haben darüber auch ein wenig diskutiert. Man kann allerdings dazu auch sagen, dass diese Unterscheidung eine relativ neue Unterscheidung ist. Wenn Sie sich etwa die Presse des 19. Jahrhunderts anschauen, werden Sie diese Vermischung, wie wir sie heute haben, auch finden. Aber ich glaube, wir sind in einer ungleich besseren Position, weil wir eben nicht 20 Zeitungen gleichzeitig abonniert haben müssen, was niemand von uns kann, auch schon aus ökonomischen Gründen nicht, sondern wir die Informationen aus unterschiedlichen Quellen anzapfen können und das tun sollten. Also Sie sollten sozusagen die Neutralisierung der gegenseitigen Meinungen auch nutzen. Also gucken Sie sich an, wie unterschiedlich jetzt etwa das Höcke-Interview beim ZDF beurteilt wird. Und es empfiehlt sich auch, wenn man das Ganze insgesamt nicht sympathisch findet, sich die verschiedenen Positionen mal anzuschauen und mit Nüchternheit sich das anzuschauen. Ich sehe es ähnlich. Also ich bin auf Lesereisen. Ich lese immer die kleinstmögliche Tageszeitung, also die regionale. Das ist hochinteressant, was auf der Ebene geschrieben wird. Oft sehr viel deutlicher, sehr viel klarer, auch für mich nachvollziehbar. Also das kann ich nur jedem empfehlen, diese eben nicht Leitmedien ernst zu nehmen. Und das Zweite, was ich nur ergänzend sagen will, im Ausland muss ich ja auch jedes Mal beurteilen, sagt er die Wahrheit oder nicht? Wenn ich beispielsweise in Tadschikistan über einen Berg gehen will und der Bergführer sagt, nee, da liegt aber die Al-Qaida. Und dann sage ich zu dem, Moment mal, aber Usbekistan zumindest ist doch Verbündeter von der NATO, das kann doch gar nicht sein. Und der sagt dann, ja, im Tal natürlich sind die Verbündeten, aber doch nicht auf den Bergen. Und dann kommen wir, und irgendwann mal denke ich, okay, der hat völlig andere Informationsquellen als ich. Und dann passiert was ganz Einfaches. Ich schaue den an. Und das ist schon wieder der Rückfall ins Mittelalter, wenn man so will. Die Glaubwürdigkeit einer Person ist dann jenseits der Einzelbehauptung
irgendwie für mich manifest oder nicht. Ich kann es nicht, also es ist natürlich kein empfehlenswertes Verfahren, aber ich muss ehrlicherweise zugeben, mit dem Verfahren komme ich gut durch die Welt, indem ich mir einzelne Menschen anschaue und da sieht man schon eine Menge. Wir machen weiter, ich habe die nächsten zwei Wortmeldungen. Hier zu eurer rechten Seite. Ja, ich wollte mal nochmal auf den Unterschied eingehen zwischen Haltung finden und Haltung zeigen. Ich glaube, das ist unabdingbar, auf dem Weg dorthin Haltung zu finden, ständig, wirklich ständig Haltung zu zeigen. Ich glaube, wenn man sich die parteipolitische Lage anschaut, so weit wären wir nicht gekommen, wenn viele zwischendrin mal Haltung im parteipolitischen Programm gezeigt hätten und klar gemacht hätten, dass es einfach so nicht geht, anstatt die rechtsgelagene Extreme einfach zu ignorieren über einen ganz langen Zeitpunkt. Oder wie sehen Sie das? Ich sehe es ähnlich wie Sie. Ich bin auch dafür, dass wir Haltung zeigen müssen. Nur nicht als plakative und noch dazu vielleicht von anderen schon vorformulierte Vorzeigehaltung, sondern wir müssen sie für uns selber auch finden. Es muss unsere Haltung sein. Und die ist eben nicht so, dass ich diese Haltungsketten auch einfach übernehme. Also ich bin gegen die Suffs, ich bin auch gegen Fleischverbrauch, ich bin dann aber auch gegen nicht gendergerechte Sprache und ich finde auch gewisse Gedichte an der Außenwand von Universitäten müssen weg und so weiter. Das ist eine Haltungskette, die mich vereinnahmt. Und da fahren bei mir die Stacheln aus. Das hat nichts mehr mit einer freien Haltung, die ich selber auch wähle, zu tun. Aber Sie haben völlig recht, ich möchte zu dieser Haltung kommen, die ich auch zeige und die zeige ich auch, indem ich beispielsweise in dem Buch sage, es wird auch mal höchste Zeit, dass ihr, die Blasenlinken, aus der linken Ecke, nämlich von mir, kritisiert werdet. Ja, weil das ist auch Teil meiner Haltung. Das nervt mich so, dass ich gegen die Rechte völlig immun bin, muss ich, glaube ich, nicht lange betonen und dass ich auch dagegen Haltung zeige. Aber für mich ist der viel spannendere Punkt, dass meine eigene Partei, also nicht parteipolitisch gedacht, aber wo ich mental herkomme, weit über das Ziel in gewissen Dingen hinausschießt. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine Haltung, zu der ich auch in dem Buch mich bekenne und auch gerne jetzt hier. Diese Kritik ist nötig, wenn wir wieder allesamt an einen Tisch kommen wollen. Was mir zu ergänzen erlaubt, dass in der Tat wir den Mut zur individuellen Haltung brauchen und den auch haben können. Wir sind tatsächlich als Individuum zu Beginn des 21. Jahrhunderts auch in vielerlei Hinsicht auf uns allein gestellt und in dieser Situation können wir tatsächlich nicht so sehr und so leicht Haltung übernehmen, die einfach irgendwo an der Stange zu haben ist und wir können dann sagen, naja, wir geben hier Haltungen vor, wir bekommen die vorgegeben und dann ziehen wir sie an wie ein T-Shirt von der Stange, sondern es ist in gewisser Weise so, dass wir dazu verurteilt sind, dass jede und jeder von Ihnen dazu verurteilt ist, sich seine eigene Haltung in Antwort auf das, was Sie oder ihn in der jeweiligen Lebenswelt bewegt, zu finden. Und das ist verdammt schwer, das muss auch klar sein. Es ist nicht so, dass wir die Haltungen geliefert bekommen. Ich habe hier auf der rechten Seite eine Dame für euch. Ja, schönen guten Abend. Das Thema Haltung. Also ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Haltung an sich hier eher eine Meinung ist, die mit einer unterschiedlichen Distanz auch zwischen den beiden Rednern die Lebenswirklichkeit wiedergibt. Und ich bin der Meinung, dass das Thema Haltung eher was damit zu tun hat, dass man reflektiert, warum fährt man denn Stacheln aus oder warum reagiert man denn auf bestimmte Situationen und was macht denn ein Antifaschismus ohne Faschismus? Also das heißt, die Rebellion ist ja eigentlich die größte Anerkennung für den, gegen den man rebelliert. Das einfach mal als Gedanke. Die Haltung, die Sie vor
Augen stellen, wäre eine in hohem Grade selbstreflexive Haltung. Also Sie würden bei der Haltung immer die Reflexion darüber schon mitdenken. In gewisser Weise versucht die philosophische Reflexion auf Haltung, die es seit der Antike gibt, auch das sozusagen Unbewusstwerden der Haltung, dass es uns in Fleisch und Blut übergeht, mit zu reflektieren. Und das ist natürlich auch für unsere Lebensvollzüge unabdingbar, dass wir nicht in jeder Situation uns zuerst sozusagen darüber Rechenschaft abgeben, wie wir uns jetzt verhalten sollen, sondern halt möglichst in den Situationen, wo wir gefordert sind, Matthias Politiki bringt im Buch dazu auch einige eindringliche Beispiele, so handeln, wie wir es von uns selber gerne hätten, dass wir es dann vielleicht nicht tun. Das ist ein anderes Problem. Hinter den eigenen Haltungsansprüchen zurückbleiben, das sind Erfahrungen, die wir mit uns selber häufiger machen, die natürlich dann auch wiederum zu Selbstkritik Anlass geben können, in dem Sinne, wie Sie sich auch eine selbstkritische Haltung vorstellen. Nur ganz kurz noch, Meinungen haben wir tausende, jeder von uns, sofort. Das sind oft emotionale Funken, reichen da aus. Aber von der Meinung zur Haltung ist ein langer Weg. Man wird natürlich erzogen, man ist nicht nur von Eltern, sondern auch von Gesellschaft, durch gewisse Bücher, in meinem Fall sehr viel auch durch Reiseerlebnisse. Es formt sich eine Haltung erst im Laufe eines Lebens und sie formt sich ständig auch immer ein bisschen um. Und ich habe gemerkt, eigentlich erst im Verlauf unseres Gesprächs, wie verdammt schwer es ist, hier diese verschiedenen Meinungen in dem Moment, wo ich Ursus gegenüber sitze, zur Haltung so zu bündeln, dass sie auch ein bisschen auch Haltung zeigt. Der Sprung ist ja ein intellektueller. Natürlich bin ich, sagen wir mal, emotional gegen, nennen wir das blöde Beispiel, weil ich da unter vom SUV, ärgere ich mich jedes Mal in der engen Straße, in der ich lebe, was es da zu grotesken Szenen kommt, wenn beide nicht aneinander vorbeikommen, muss ich ja nicht schildern. Ist tatsächlich in der Stadt schwer nachvollziehbar, dass man das unbedingt braucht. Aber gut. Dann werde ich eben plötzlich von einem Freund abgeholt, der sagt, ich nehme dich mit. Und er fährt im SUV mit vor und dann steige ich ein. Muss ich jetzt Haltung zeigen oder muss ich meine Freundschaft riskieren? Jetzt beginne ich abzuwägen und schon sitze ich im Dilemma. Also ich fahre kein SUV, nur damit das klar ist. Ich lasse jetzt die letzte offizielle Frage zu und alle anderen Fragen, die Sie sich bis jetzt noch nicht getraut haben zu fragen, können Sie dann im informellen Teil danach noch loswerden, wenn Sie die Geduld haben und die drei Herren daran hindern, dass Sie den Saal fluchtartig verlassen. Sie haben die Ehre, die letzte Frage zu stellen. Danke. Jetzt haben wir eines gelernt, dass zu schnell eine Haltung zeigen, ja, negativ von Ihnen bewertet wurde, zu Recht. Weil Haltung hat ja natürlich irgendwo auch was Festes. Meine Frage wäre gewesen, ob man überhaupt noch von Haltung sprechen sollte, weil da ist ja auch das Wort Halt drin und eine Festigkeit. Ich meine, die Partei, die heute sagt, dass sie die meiste Haltung zeigt, ist nun mal auch eine rechte Partei. Von daher ist es ein bisschen antiquiert mit der Haltung. Meine Frage an Sie wäre gewesen, hat denn der Nietzsche das wirklich problematisiert über das Wort Haltung? Ich kann mich nicht erinnern, aber Sie wissen da mehr Bescheid. Ja? Wenn Sie diese Nietzsche-philologische Frage stellen, dann haben Sie sie auch gleich selber schon beantwortet. In der Tat ist es für Nietzsche kein sehr zentraler Begriff. Der Haltungsbegriff ist hingegen seit der antiken Philosophie, griechisch Begriff der Hexis, lateinisch der Begriff des Habitus, den wir ja noch kennen, durchaus eingeführt und macht eben das aus, was sozusagen wir selber formen können und was geformt wird in der Interaktion mit der Umwelt. Das ist nichts, was wir einfach so bekommen, wie wir unsere
physische Ausstattung bekommen. Es ist etwas, was wir selber machen. Und das ist auch für uns, denke ich, ein wesentlicher Grund, doch diesen etwas antiquierten Begriff der Haltung, der viele Assoziationen auslöst, die wir hier jetzt nicht thematisiert haben. Also Haltung annehmen im Militär, Haltung als Körperhaltung. Konnotationen, die mitunter auch seltsame Assoziationen auslösen, trotzdem diesen Begriff also zu benutzen, weil wir der Meinung sind, dass Haltung etwas ist, was wir auch selber gestalten können. Und das ist in gewisser Weise ein Aufruf, den wir mit diesem Büchlein auch lancieren, dass Sie den Mut haben zu ihren eigenen Haltungen. Und ich habe gar nichts auch gegen diesen Plural der Haltungen, dass wir nicht nur eine Haltung haben, sondern eben auch unterschiedliche Haltungen einnehmen können, je nach Lebens- und Denksituation, in der wir uns befinden. Und nur noch ein kurzes von mir. Wir sollten nicht in den Fehler verfallen, wie vorhin in dem Beispiel bei dem Wort Heimat, jetzt schon wieder den nächsten Begriff abzugeben, nur weil andere Leute den vielleicht etwas lautstärker für sich reklamieren. Gerade deswegen müssen wir diesen Begriff mit unseren eigenen Gedanken füllen und ihn erhalten. Denn von der Sache bin ich überzeugt, wir brauchen Haltung, ja, jeder für sich, jeder auf eine unterschiedliche Weise, aber ohne Haltung geht es schon im Alltag nicht. Das erlebt man auch in überfüllten Situationen, da geht es ja schon bei der physischen Haltung los, aber es geht vor allen Dingen auch in unserer schwierigen, wie ich doch finde, vielleicht nicht ganz beste aller Welten, in der wir gerade sind, wird nicht ohne Haltung gehen, also geben wir bitte den Begriff nicht auf, aber arbeiten wir an dem Begriff, jeder für sich und diese Art von Selbstdenken und selbst zu einer Haltung kommen, das glaube ich, da stehen wir beide dann wieder dafür. Ja, wunderbar. Willi, magst du oder soll ich? Wunderbar. Jetzt hatten wir ein sehr, sehr, sehr versöhnliches, mir fast zu versöhnliches Schlussstatement, aber ich glaube, es war gut so. Und ich lade Sie hiermit ein zu meinem nächsten Salon und Sie auch alle, der beim letzten Mal eine Katastrophe war, ein Chaos war, uncool war, als ich hier eine AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst hatte und kein gemeinsamer Nenner zu einem Mindestmaß an Haltung zu finden war und 80% der Gäste eine sehr stark ausgeprägte Affinität zur AfD hatten und es einfach kein Anschauen, kein Austausch, es kam keine Kommunikation zustande. Da hätte ich Sie gebraucht und ich habe gelernt, dass jenseits von Gesinnungsethik anscheinend die Haltung, die Dynamisierung von Gesinnung ein hoher Wert ist, den wir aber noch viel mehr vorleben müssen. Und da bin ich jetzt trotzdem wieder bei Macron als Franco-Affiner, der ja bei Paul Ricoeur eine Ausbildung mit als sein persönlicher Referent genießen durfte. Und da geht es um Anerkennung, um Anschauen, wie sie es genannt hat. Also die psychische, das Gegenübersitzen, das Miteinander in Austausch kommen, das, was wir heute Abend gemacht haben, ist ganz, ganz wichtig. Und nur so schaffen wir es auch, Menschen, die gerade aktuell relativ weit von der Mitte sind, vielleicht wieder zurückzuholen. Also schön, dass Sie da waren. Erzählen Sie es weiter. Und um Ihnen die nächsten Veranstaltungen schmackhaft zu machen, ganz kurzer Ausblick. Nächste Woche sind wir wieder mitten im Thema. Gibt es eine Veranstaltung mit dem Amerika-Haus, das erste Mal. How can democracy survive? David Frum, seines Zeichens Redenschreiber, Schreiber von George W. Bush, der den bösen, bösen Ausdruck geprägt hat, die Achse des Bösen. Er hat diesen Ausdruck erfunden und wendet sich nun gegen Trump und sein Gedankengut und wird hier an diesem Platze Rede und Antwort stehen, wie aus seiner Sicht die amerikanische und die Demokratie überhaupt gerettet werden könnte. Auch da brauchen wir Sie. Und am Donnerstag drauf, am 26. geht unsere Reihe Good Morning Europe wieder los. Jeden letzten Donnerstag im Monat vor der Arbeit, also bevor Sie sich Ihren Tagwerk widmen, laden wir Sie ein, eine halbe Stunde über die Zukunft Europas zu diskutieren. Und dazu laden wir Sie wirklich ein
und zwar auf Kaffee und Croissant, ein ganz anderes Format vorne im Laden, und wir garantieren, dass es nach genau 30 Minuten zu Ende ist, damit Sie auch pünktlich in die Arbeit kommen. Es geht um 7:45 los. Mehr sage ich nicht heute Abend. Der Büchertisch. Nur der Büchertisch kommt sofort. Ich rate Ihnen als Haltung des heutigen Abends Suff im Suff. Ist mir so eingefallen. Aber das Allerwichtigste, das Buch ist noch warm. Es ist tatsächlich heute früh gekommen. Es ist heute der erste Tag, dass es im Handel erschienen ist. Und ich kann Ihnen sagen, Sie werden noch überraschter sein, als Sie heute schon sind, und noch reicher beschenkt, als Sie eh schon beschenkt wurden, indem Sie eine wunderbare Art und Weise der Widmung geschenkt bekommen, wenn Sie so ein Buch erwerben. Ich verrate nicht mehr, aber es ist tatsächlich was, was ich noch nie gesehen habe. Und wir machen einige solche Veranstaltungen, und ich kann Ihnen nur empfehlen, sich hier anzustellen und sich einen kleinen Text ins Buch schreiben zu lassen. Schön, dass Sie da waren. Bis bald hoffentlich. Wiederschauen.